Hi, ich habe kürzlich Post bekommen mit etwas, auf das ich mich schon lange gefreut habe, und zwar die Lux et Tenebre Erweiterung von Res Arcana. Die bisher einzige Erweiterung, auf Englisch ist sie schon eine ganze Weile raus gewesen, auf Deutsch kam sie jetzt. Man wusste ja schon ein bisschen, was drin ist, trotzdem habe ich mich sehr gefreut, das jetzt hier zu haben, und ich wollte euch einmal kurz vorstellen, was drin ist und so ein bisschen auch schon ein bisschen Strategy Talk hier machen mit den einzelnen Sachen und welchen Einfluss sie möglicherweise auf das Spiel haben. Brettspiel, du. Also, erstmal haben wir ein paar neue Artefakte drin, 3, 6, 8, 10, 12 neue Artefakte zähle ich hier, die natürlich einfach in die ganzen anderen Artefakte bisher reingemischt werden. Dadurch hat man jetzt nicht so furchtbar viel Einfluss auf das Spiel, weil sie natürlich in der großen Menge der anderen bereits bestehenden Artefakte untergehen. Nennenswert ist eine neue Kreatur, nämlich der Goldene Löwe, der uns relativ viel Einkommen bringt und uns erlaubt, Drachenangriffe abzuwehren. Finde ich jetzt nicht so mega sinnvoll, weil diese Angriffe sowieso nicht so super stark sind. Ein neuer Drache ist dabei, der uns Einkommen bringt, und das finde ich ganz cool. Da kannst du Gold abschmeißen, um 4 Ressourcen auf diese Karte zu legen. Das heißt, man kann Gold zurückverwandeln in 4 Ressourcen, und das kann ganz schön gut sein. Ansonsten sind eine ganze Menge Dämonen dabei, 8 Dämonen, wobei ein Dämon, nämlich dieser Hund des Todes, gleichzeitig auch eine Kreatur ist. 3 Karten davon referenzieren wiederum auch Dämonen und spielen irgendwie mit denen rum, lassen die wieder enttappen, oder man kann sie billiger ausspielen, oder man erhält Feuer gleich der Anzahl der Dämonen der anderen Leute. Ansonsten machen diese Dämonen erstmal nichts, beziehungsweise schon natürlich klar, aber sie haben alle einfach erstmal nur das Dämonenzeichen in der Ecke und haben erstmal keine Sonderregeln per se, genau wie die Kreaturen oder Drachen eben auch nicht. Siegpunkte sehe ich hier auf den Karten auch nicht, außer auf dem Prismadrachen, auf dem Goldenen Löwen. Insofern erstmal durchschnittliche Artefakte. Da ist ein Beutelchen mit mehr Ressourcen drin. Das liegt daran, dass man es ab sofort eben auch mit 5 Spielern spielen kann. Damit sollte auch genug drin sein. Wobei ich das Gefühl hatte, im Grundspiel ist eh schon genug drin. So, das waren die Artefakte. Dann gibt es 4 neue Monumente. Finstere Kathedrale, Halle der Krieger, Dämonenwerkstatt und das Alchemielabor. Die geben uns alle irgendwie Einkommen, Feuer, Tod oder Feuer und Tod, oder man kann im Alchemielabor Essenzen auf eine andere Karte auflegen. 1 oder 2 Siegpunkte, es ist jetzt nichts dabei, wo ich gedacht habe, boah, crazy, wobei bei der finsteren Kathedrale kriegt man, das ist ja nur auf den Sieg überprüfen, dann kriegt man potenziell Siegpunkte für Dämonen, die man gerade hat. Da es aber nicht so viele Dämonen gibt, weiß ich nicht, wie stark das ist. Ansonsten, das Alchemielabor finde ich gut. Da kann man Ressourcen abgeben und eine Ressource auf eine andere Karte zu legen. Da gibt es ja das ein oder andere, den ein oder anderen Ort der Macht, wo man Ressourcen drauflegen möchte. Insofern ist das ganz gut. Die Halle der Krieger gibt mir Feuer und allen anderen Leuten auch Feuer. Finde ich jetzt nicht so stark. Und die Dämonenwerkstatt wiederum lässt mich für 1 Gold eine beliebige andere Karte wieder enttappen. Und das wiederum finde ich ganz gut, weil es ja einige Kombinationen gibt, wo man viel tappen möchte. Nun, das waren die 4 Monumente. Dann gibt es 2 neue magische Gegenstände. Einmal die Illusion und einmal die Schrift. Die Illusion macht nichts, außer dass ich sie tappen kann in Reaktion darauf, dass ich eine Kreatur oder einen Dämon suche oder einen Drachen. Also wenn irgendeine Karte Drachen oder Dämonen oder Tiere, Kreaturen referenziert, kann ich sie tappen und damit so tun, als wäre es eben eine Karte davon mehr. Also ich kann das tappen und habe damit quasi virtuell für diese Runde eine Kreatur mehr. Für den Fall, dass mir das Siegpunkte bringt oder für jede Kreatur kriege ich irgendwas, dann ist diese Karte gut. Interessanter ist die Schrift, denn die Schrift kann ich mit einer Ressource tappen und dann eine Schriftrolle in Besitz nehmen. Und diese Schriftrollen sind hier, das sind so Einmalgeschichten, die ich dann benutzen kann. Sobald ich diese Schrift tappe, kann ich mir eine von diesen Schriftrollen hier aus der Mitte nehmen und die kann ich dann irgendwann in meinem Zug nutzen und lege sie dann, wenn ich sie benutzt habe, wieder in die Tischmitte zurück. Das sind so Sachen wie, dass ich einmal hier einen Angriff ignorieren darf, das ist nicht so geil, Transformation, einmal Ressourcen gegen andere Ressourcen tauschen, einmal Vitalität, wird es wieder erfrischen, das sind alles Effekte, die kennen wir schon, oder 3 gleiche Ressourcen abgeben für 1 Gold, aber dadurch, dass ich eben diese vielen verschiedenen Schriftrollen habe, kann ich mir, wenn ich mir das nehme, in dem Moment, wo ich es dann brauche, die passende Geschichte hier raussuchen. Ganz billig ist es nicht, weil ich ja eben erstmal eine Ressource hierfür bezahlen muss, plus möglicherweise Kosten hiervon noch, zum Beispiel hier bei der Vitalität, extra 2 Feuer, um einmal was zu erfrischen. Also, kann gut sein,
Kann aber auch durchschnittlich sein, ist jetzt nichts, was das Spiel bricht, finde ich aber auch gut, denn was ich gar nicht leiden kann, ist so, wenn der Power Creep einsetzt und auf einmal Karten alle noch tausendmal mächtiger werden. Dann gibt es 4 neue Magier und die wiederum finde ich ganz spannend. Mit dem Wahrsager habe ich schon gespielt. Der hat einfach ein Feuer als Einkommen, kann 3 Artefakte ziehen und 3 abschmeißen und damit ziemlich schnell am Anfang an die Karten kommen, die er gerne haben möchte. Das ist auch so ziemlich der einzige Vorteil, den ich daran sehe, denn ab der Mitte des Spiels hat man eh nicht mehr so viele Karten in seinem Deck und dann war es das eigentlich. Aber am Anfang des Spiels kann das sehr gut sein, weil man eben dann doch schneller an den Punkt kommt, wo man die Karten zieht, die man möchte, nämlich die, die einem Ressourcen machen, hier wie der Goldene Löwe oder sowas, die möchte man ja früh im Spiel haben, damit man möglichst dann auch dieses Einkommen gut verwerten kann. So, eine Bestienmeisterin, wir haben ja schon einen Beastmaster im Grundspiel, heißt der auch Bestienmeister? Bestienbeherrscher? Ich weiß gerade gar nicht genau. So, erstmal kann der aus einem Leben 3 Leben machen, so far so good, aber er kann eben sich selbst und eine Kreatur tappen für 2 Ressourcen, das klingt auch gut. Viel besser klingt aber der Barde und der ist richtig gut. Der kann nämlich für tappen und entweder Drache, Dämon oder Tier abwerfen, also von der Hand, dann 2 Gold sich nehmen. Das ist insofern besser. Normalerweise kann ich eine beliebige Karte abschmeißen, um mir ein Gold zu nehmen. Hier kann ich ihn tappen, um mir da für ein Gold extra zu nehmen. Finde ich voll gut. Oder wenn ich das alles nicht auf Hand habe, kann ich ihn einfach tappen für eine beliebige Ressource, aber kein Gold. Auch das ist sinnvoll. Dafür hat er eben auch kein Einkommen, aber ehrlich gesagt ist mir das lieber als sowas hier, weil da habe ich ein fixes Einkommen von Rot und hier habe ich eben ein beliebiges Einkommen. Das ist also einfach deutlich besser. Kommt halt nicht während der Einkommensphase. So, die Dämonologin kann mir entweder eine Karte aus dem Friedhof wieder zurückholen aus dem Ablagestapel. Auch das ist gut für ein grünes Leben. Und das ist deshalb gut, weil ich ja diese Karte dann wieder abschmeißen könnte für ein Gold oder 2 beliebige Ressourcen. Oder ich kann sie tappen, um einen Dämon wieder zu erfrischen. Letzten Endes ist, glaube ich, die erste Fähigkeit das, was man häufig machen wird, wenn wir versuchen, möglichst viel Leben zu haben und das dann abzuschmeißen, um sich eine Karte zurückzuholen, um diese Karte wieder abzuschmeißen, um sich wieder Gold zu nehmen und dann vielleicht irgendwelche Monumente zu bauen. Also 4 durchaus sehr gelungene neue Magier, wobei ich jetzt den Wahrsager tatsächlich am schwächsten finde am Anfang. So, und als finale Geschichte noch einmal 2 wie immer doppelseitig bedruckte Orte der Macht. Das Drachennest für 8 Feuer und 4 Leben gibt uns erstmal ein Gold als Einkommen und gibt uns dann Siegpunkte für jedes Leben hier drauf. Also ganz geradeaus, typischer klassischer Siegpunktgenerator. Ich kann Drachen tappen, um noch mehr Leben hier drauf zu tun oder viel Leben abgeben, um hier Leben drauf zu tun. Oder eben irgendwelche Dinge benutzen wie, wo war es gerade, der eine Ort der Macht, wie ist er noch, das Alchemielabor. Genau, Leben tappen für Leben hier drauf tun. Das funktioniert bestimmt gut. Auf der anderen Seite findet sich, was es kostet, von allen Ressourcen 4. Ziemlich teuer, der Kristallpalast. Hat aber eben auch 5 Siegpunkte, Basis. Und pro 2 Artefakte, die ich ausspiele, nochmal einen Siegpunkt. Bei 4 Artefakten sind 7 Siegpunkte, die hier mit draufstehen. Plus sofort Sieg überprüfen. Also ich glaube, wer sich das kauft, kann sofort wahrscheinlich diese spätestens nächste Runde einmal gucken, ob er nicht gewonnen hat. Der Tempel des Abgrunds. 6 Leben, 3 Tod. Erfrischt erstmal alle Dämonen aller Spieler. Ist irgendwie nicht so geil. Aber ich kann wie immer hier Wasser drauf tun, wie gerade eben auch schon beim Drachennest. In diesem Fall ist es dann hier das, heißt ja gar nicht Wasser, das heißt ja Ruhe. Ruhe hier drauf tun, drauf, um dann eben Siegpunkte für Ruhe zu bekommen. Und auf der anderen Seite ist das Tor der Hölle. 6 Feuer, 3 oder 6 Elan und 3 Tod, um dann eben hier Siegpunkte zu bekommen für Dämonen und für Tod, das auf dieser Karte ist. Also, ich kann Kreaturen zerstören für Tod auf die Karte, ich kann Dämonen tappen für Tod auf die Karte und ich kann Feuer bezahlen für Tod auf die Karte. Auch das. Also, wie ich schon erwartet habe, muss ich sagen, ist hier gar nicht so viel Neues drin. Diese Schriftrollen sind ganz nett, weil sie einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen einem Abwechslung gönnen während der Runde. Man hat ein bisschen mehr Flexibilität. Ansonsten gibt es einfach 2 magische Gegenstände mehr im Spiel. Die finde ich durchaus gut, weil manchmal war genau das, was man haben wollte, weg. Hiermit hat man ein bisschen mehr Flexibilität auch wieder da. Und bei den anderen Sachen, die wird man gar nicht so oft sehen, weil sie eben im Kartenstapel verschwinden. Ich glaube, die Magier wird man schon am ehesten sehen. Davon gab es nämlich nicht so ganz so viele. Und die Orte der Macht wird man auch hin und wieder sehen.
Dazu gibt es hierbei für den Spielaufbau ein paar neue Regeln. Und zwar benutzt man jetzt, wenn man zu viert spielt, plötzlich 12 Monumente statt 10 und 6 Orte der Macht. Also es ist ein bisschen entspannter zu viert. Dafür ist es zu zweit ein bisschen tighter. Das ist irgendwie auch ganz nett. Aber man kann eben auch zu 5 spielen und gucken, was dann rauskommt. Tja, das war's schon. Hier 5 Seiten Regeln. Ist nicht so furchtbar viel. Bin ich jetzt enttäuscht? Überhaupt gar nicht, denn Res Arcana ist ein fantastisches Spiel gewesen und es ist eins der am meisten gespielten Spiele von mir in diesem Jahr und seit der Messe letzten Jahres. Und ich sehe mich auch noch nicht an dem Punkt, dass ich denke, da habe ich jetzt genug von. Einfach dadurch, dass es diese verschiedenen Kombinationen gibt. Es liegen immer die Orte der Macht ganz anders aus. Man hat immer andere Magier, mit denen man irgendwie eine andere Strategie fahren kann. Und hat immer andere Karten, die man draften muss. Und überlegt sich natürlich, was mache ich am besten. Ich verliere derzeit regelmäßig gegen Daniel. Und das ärgert mich sehr. Ich plane demnächst mal wieder zu gewinnen. Aber Lux et Tenebrae gibt uns einfach mehr Stoff, damit das Grundspiel nicht langweilig wird. Es wurde bis jetzt schon nicht langweilig, aber ich glaube, hiermit wird es schon erst recht nicht langweilig. Insofern von mir, für den Preis, ich glaube, es war knapp unter 20 Euro, auf jeden Fall ein dicker Daumen rauf. Kann ich nur sagen, gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. Und ich glaube, es passt sogar alles in die Grundbox rein, sodass man das hier theoretisch auch gar nicht mehr braucht. Und dann ist die Grundbox ein bisschen voller. Finde ich richtig gut. Also, wer Res Arcana mag, wird mit dieser Erweiterung auf jeden Fall noch mehr Spaß haben.